Herzlich willkommen, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für das Video interessierst. In den Internetforen und in den Kommentaren auf YouTube und so weiter hört man immer wieder von waffenrechtlichen Demonstrationen. Die Jäger, Sportschützen und Waffensammler sollten eine Demonstration organisieren. Das taucht nur selten auf, ich halte es trotzdem für wichtig, dazu kurz was zu sagen. Ich erinnere mich an eine einzige Demonstration, die es von Waffenbesitzern gegeben hat. Vor etwa 25 Jahren. Das war der totale Flop. Da waren 50 Menschen oder so bei einer Demonstration bundesweit. Das hat auch ganz einfache Gründe. Wenn man auf ein paar Demonstrationen gewesen ist, dann weiß man auch warum. Ich bin überzeugt davon, das kann nicht funktionieren. Und der Ruf nach einer Demonstration, dass die veranstaltet wird, das lenkt, glaube ich, vom Wesentlichen ab. Bei Demonstrationen sind zu ganz großen Teilen Extremisten. Das ist Punkt 1, egal in welche Richtung. Es sind Leute, die sind extremistisch, die wollen auf der Straße rumschreien. Das sind Waffenbesitzer aber nicht. Wir Waffenbesitzer, wir sind staatstragende Bürger. Wir sind, Achtung, haltet euch fest, wir sind der arbeitende Teil der Gesellschaft. Und auf Demonstrationen hat man ganz oft Arbeitslose Nichtsnutze, wie man so sagt. Jetzt schreien viele auf. Das ist Fakt. Da sind ganz viele Leute, die sind arbeitslos. Die haben den ganzen Tag nichts zu tun. Also, der arbeitende Teil der Bevölkerung hat da keine Zeit für. Die sind froh, wenn sie am Samstag die Beine hochlegen können. Und sie sind politisch gemäßigt. Die interessieren sich nicht daran, schreiend durch die Straße zu laufen. Und jetzt kommt Punkt 3. Wenn die Schützenverbände und die Jagdverbände überhaupt nicht gewillt sind, ihre Arbeit zu machen, wer soll denn da mobilisieren? Wer soll denn dazu aufrufen? Das Problem sitzt in den Präsidien und Geschäftsstellen der Schützen- und Jagdverbände, die nicht bereit sind, ihre Arbeit zu machen. Da ist das Problem. Angenommen, der Deutsche Schützenbund würde seine 1,3 Millionen Mitglieder aufrufen, aktiv zu werden, dann würde da auch nur ansatzweise eine Chance bestehen, dass irgendwie politischer Druck aufgebaut wird. Aber eine Demonstration jetzt zu fordern oder durchzuführen, damit würde man sich lächerlich machen. Weil es würden wieder nur 50 Leute kommen, wie vor 25 Jahren. Das halte ich für den falschen Weg. Für den richtigen Weg halte ich, dass man den Bundesverband Zivile Legalwaffen, ich will es nochmal sagen, es ist so ein dummer Name. Wie kommt man nur auf so einen dummen Namen, den kein Mensch aussprechen kann? Das Butzel muss aufgelöst werden. Die alten Vorstände, die gehören rausgeworfen. So, da gehört so viel Druck gemacht, bis sie endlich ihre Arbeit tun und Forderungen an die Politik stellen. Dann kann sich was ändern. Erst wenn die Verbände so unter Druck geraten, dass sie aktiv werden, erst dann kann man über eine Demonstration nachdenken. Denkt an mein Video mit der Lobbyarbeit der Jäger. Die Jäger bekommen alles waffenrechtlich, ohne Demonstration, weil sie hinter den Kulissen Geheimdiplomatie betreiben. Die Schützenverbände tun gar nichts. Sie sind faul, inkompetent, dumm und feige. Also, eine Demonstration führt uns nicht weiter. Das Absetzen der Verbandsfunktionäre, das führt uns weiter. Die Zerschlagung des Bundesverbandes für Legalwaffen führt uns weiter, weil dort wird der kleinste gemeinsame Nenner beschlossen. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist nicht ausreichend, um politisch erfolgreich zu sein und sich gegen Verbotsforderungen durchzusetzen. Ich bin froh, wenn darüber diskutiert wird, ich persönlich. Aber ich bin mir sicher, eine Demonstration führt uns nicht weiter. Und ich hoffe, das ist für euch interessant, meine Meinung auf die Sicht der Dinge zu hören. War nur ein ganz kurzes Video. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis bald. Ciao.